Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder jede Menge Telefonschnipsel mitgebracht. Jede Menge kleine kurze Telefonate, die leider nicht für ein ganzes Video ausgereicht haben, aber trotzdem ziemlich lehrreich sind und euch aufzeigen sollen, was da eigentlich so genau am Telefon abgeht. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen einzelnen Telefonschnipseln. Mit wem spreche ich denn da? Hallo. Ja, hier geht's heute schon richtig professionell los. Ein ziemlich viel zu lautes Callcenter am Telefon, was irgendwie ja, weiter nichts zu sagen hat. Aber man kennt's ja nicht anders von den Betrügern. Abend, mit wem spreche ich da bitte? Guten Tag, ich heiße Jack. Und ich rufe jetzt automatisiert Bitcoin-System. Wie geht's Ihnen heute? Mir geht es sehr schlecht. Vielen Dank der Nachfrage. Ich habe ein anderes Konto eröffnet bei uns. Das ist möglich. Ja? Wie heißt denn Ihr Unternehmen? Ich rufe Sie von Bitcoin System. Also Ihre Firma heißt Bitcoin System. Sehe ich das richtig? Genau. Okay. Genau. Wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Okay, schönen Tag noch. Wo liegt denn jetzt das Problem? Hallo? Ja, ich denke, dass das Problem darin liegt, dass der Mitarbeiter von vornherein schon überfordert ist, da ich ja nicht so geantwortet habe, wie er sich das vorgestellt hat, aber er dann einfach weitergemacht hat in seinem Skript. Ist ja ganz nett, dass er fragt, wie es mir geht, aber wenn ich ihm dann sage, mir geht's schlecht, komische Reaktion danach. Hat einfach in seinem Skript weitergemacht, aber was will man auch großartig erwarten? Hallo, Sandengel. Wer ist da? Ja, grüß Gott. Patrick Larsson am Telefon, können Sie sich erinnern? Sie wollten um 12 anrufen, jetzt ist es 12:01, auf Wiederhören. Ja genau, das ist der Mitarbeiter, der eigentlich mit diesem komischen Code anrufen wollte. Erstens hat er sich verspätet und hat damit Terminfrist nicht eingehalten und zum Zweiten hat er uns auch nicht den Code genannt, den er eigentlich nennen wollte. Und er hat selber gesagt, ich soll dann einfach auflegen. Er ruft genau pünktlich an, hat er in dem letzten Gespräch dazu gesagt. In eines der letzten Videos zu hören, da hat er uns versprochen, er ruft ganz, ganz pünktlich an und sagt dann direkt einen Code. Alles nicht passiert, ich sollte auflegen, habe ich gemacht. Ja, hallo, Patrick Larsson, 3031. Ja, aber können Sie sind zu spät. Wie bitte? Sie sind zu spät. Ich habe Ihnen so telefoniert um 12 Uhr, nee. Sie waren nicht erreichbar. Nee, Sie waren um 12:01, hat ja einer angerufen. Entschuldigung, wir haben unseren Termin vereinbaren für heute um 12 Uhr telefoniert. Ja, versprochen und da haben Sie nicht angerufen, also hat sich erledigt. Tschüssi. Na, da konnte er sich ja dann doch auf einmal an seinen komischen Code erinnern. Naja, und hat den natürlich auch gleich als erstes genannt. Aber, naja, er hat sich trotzdem nicht an die Vereinbarung gehalten, pünktlich anzurufen. Er sagte ja klar und deutlich, ich solle auflegen, wenn er nicht pünktlich anruft. Ja? Herr Lusenberg, also Sie haben zu mir gesagt, dass Sie erledigt, also haben Sie Geld investiert bei einem anderen Unternehmen? Ja, ich habe jetzt bei einem anderen Unternehmen eingezahlt und da habe ich jetzt ganz viele Gewinne. Tschüssi. Tja, ich wette, unser unpünktlicher Mitarbeiter, der wird sich jetzt grün und blau ärgern und kriegt quasi Schaum vom Mund. Kann man sich ja so vorstellen. Ich meine, er hat ja letztendlich auch zu spät angerufen. Ja, und dann habe ich halt in eine andere Firma investiert. Also nicht. Hallo? Hallo, wunderschönen guten Tag. Ich bin Robert Koch. Ich verstehe Sie fast gar nicht. Herr Koch, ich rufe an wegen Ihrer Handelsaccount. Ja, jetzt ist besser. Was ist denn für ein Handelsaccount? Sie haben eine Registration gemacht über Werbung. Ach so, aber das war schon eine Weile her. Okay, aber das ist ja nicht gelöscht. Sie haben damit gar nicht gemacht. Deswegen rufe ich an. Ja, weil ich woanders eingezahlt habe. Okay, dann warum? Sie haben Ihre Daten nicht gelöscht? Nur ich habe da nichts zum Löschen gefunden. Da ging nichts mit Löschen. Herr Koch, Sie müssen melden, da wo Sie haben sich registriert. Ja, keine Ahnung. Machen Sie das. Wenn nicht, wir werden uns nochmal hören. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Aha. Tja, also es gibt lustigerweise auf diesen komischen Plattformen keinen Knopf zum Löschen. Tja. Da könnt ihr euch maximal anmelden, wisst nicht, wo ihr rauskommt und danach kann man die Daten definitiv nicht wieder entfernen. So ist das halt bei diesen Betrügerplattformen. Und dann erzählen die einen, man sollte seine Daten da alleine löschen, ansonsten rufen die einen wieder an. Tja, super.
Mit wem spreche ich denn da bitte? Hallo? Hallo? Naja, dann nicht. Ja, und dann haben wir wieder so eine Sorte Telefonat am Hörer gehabt. Auch hier solltet ihr unbedingt auflegen oder im besten Fall, wenn ihr die Nummer gar nicht erst kennt, gar nicht erst rangehen. Ich denke mal, dass es in diesem Fall oder in meinen Fällen meistens Mitarbeiter sind, die einfach keinen Bock haben zum Arbeiten und naja, drücken dann auf Stumm und hoffen, dass ich da eine Weile dranbleibe, weil die ja wissen, was hier letztendlich an der Leitung passiert. Ja, und so genießen sie dann ihre Freizeit während der Arbeitszeit. Allerdings könnten solche Anrufe auch Ping-Calls sein. Ping-Calls, in dem einfach nur überprüft wird, ob die Telefonnummer noch existiert und wenn da sich jemand dran meldet. Ja, dann kriegt das System mit und kann zumindest schon mal irgendwo aufschreiben, dass da noch jemand an der Leitung ist und man kann das dann weiter für Werbezwecke wieder verkaufen. Hallo, spreche ich mit Herrn Schneiderten? Eika? Wie bitte? Darf ich mit Eika Schneiderten sprechen? Ja, am Apparat. Hallo. Sie hatten sich bei uns vor einigen Tagen für andere Finanzmarkt interessiert, vertreten, korrekt? Ja, da hab ich mal so eine Werbung gesehen. Okay, ist die Interesse dabei, das auszutesten, wie das funktioniert, oder? Ja, was ist denn das genau? Ja, und dann war die Leitung irgendwie wieder weg. Ich weiß es nicht warum, vielleicht hat ihm meine Stimme nicht gefallen. Kann ja auch immer mal wieder sein bei den tollen Kakerlaken. Sobald man sich da irgendwie unseriös am Telefon meldet oder zumindest auf den ersten... Ja, Blick unseriös. Dann brechen sie ja auch gerne das Gespräch ab, weil sie dann schon vermuten, dass sie keine Kohle holen werden. Ja. Hallo? Ja. Schönen guten Tag. Ja. Thomas am Apparat. Spreche ich mit Herrn Labusch? Hm. Was denn? Hallo, du Kunst. Wie geht's dir? Was möchten Sie denn? Was ist los, du Kunst? Sag etwas. Was möchten Sie denn? Was möchtest du? Ja, was möchten Sie denn? Sie rufen mich doch an. Macht ja Spaß immer noch, oder? Was denn? Spaß, macht ja? Na, was denn? Für was? Tja, wenn du keine intelligenten Fragen stellen kannst, dann kann ich auch nicht antworten, wie du das gerne hören möchtest. Einen Moment, bleib auf der Liste. Tja, ich sollte an der Linie bleiben. Aber irgendwie hat er dann wohl doch aufgelegt. Keine Ahnung, ob er mich wieder hier erkannt hat. Ich gehe mal davon aus, da manche Callcenter von mir, wenn ich gerade so meine Anmeldetage habe, ziemlich viele Anmeldungen bekommen. Ihr müsst euch vorstellen, ich komme auf diese, ja, unseriöse Datensammelwebseite, trage da meine Daten ein und trage sie wieder ein und wieder und wieder. Und jedes Mal komme ich auf komischerweise entweder, also es ist so stundenabhängig, entweder komme ich einen halben Tag auf der gleichen Webseite raus, nachdem ich die Daten eingegeben habe, oder ich komme dann jedes Mal auf einer anderen Webseite raus. Und das wird hier wohl wieder so ein Fall gewesen sein, wo ich dann viele, viele Eintragungen bei der gleichen Firma hatte. Guten Tag, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Melanie Becker vom Verlag. Melanie Becker? Ja. Okay. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? So, Sie haben sich registriert auf unserer Webseite. Aha, was denn für eine Webseite? Spreche ich mit Tobias Schmidt, richtig? So heißt die Webseite? Nein, spreche ich mit Herrn Tobias Schmidt. Ja, das kann schon sein, aber wie heißt denn die Webseite? Sie haben gerade gesagt, ich habe mich auf Ihrer Webseite in, ja, ich habe mich auf... Verdarian. Was? Verdarian. Ich verstehe kein Wort. Verdarian. Was ist das? Das ist eine Webseite. Nee, kann ja gar nicht, da ist ja gar keine Domain-Endung dabei. Ach so, okay, dann sorry. Tschüss. Kannst du weiter mit deinem YouTube-Video machen? Tschüss. Haben Sie einen kleinen Dachschaden? Ja. Mhm. Na gucke, da hat sie sich ja dann wieder verraten, was sie denn da letztendlich für eine Mitarbeiterin ist. Tja, ich gehe mal ganz stark wieder davon aus, ein seriöses Callcenter würde so auf jeden Fall nicht reagieren am Telefon. Aber was will man auch von denen erwarten?
kotzt mir hier irgendeine Webseitennamen durch die Telefonleitung und sagt nicht mal eine Endung dazu. Und wie soll man das dann wissen? Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich hat der Anruf auch eh gar keinen Sinn von Anfang an gehabt und sie wusste, wo sie hier anrufen wird. Hallo? Ja. Wie geht's dir? Mir geht es sehr schlecht. Hallo? Ja. Hallo? Ja. Hallo? Hallo. Hallo? Hallo? Hallo, spreche ich mit Herrn Thomas? Hallo? Thomas? Ja, und diese Unterhaltung war mir dann eindeutig zu unterirdisch und ich hab's dann einfach gelassen und das Telefon an die Seite gelegt. Denn was wollte der jetzt eigentlich genau von mir? Ich meine, klar war jetzt hier auch wieder, dass der ganz genau wusste, wo der anruft und was danach passiert. Aber gut. Höflich sein. Hallo? Ja, bitte. Spreche ich mit Ahmad? Kann sein. Was machst du? Ihr Mikrofon ist kaputt. Ihr Mikrofon ist kaputt. Oh, du bist einer von den ganz besonders intelligenten Menschen, die komische Urwaldgeräusche von sich geben. Naja, passt auf jeden Fall zu so einem Kakerlaken-Mensch, Wesen, was auch immer. Aber eure Intelligenz ist ja, weiß ich nicht, Zimmertemperatur. Hallo? Wie kann ich denn der Kakerlake behilflich sein? Brauchen Sie Insektenspray? Haben Sie ein Ungezieferproblem in Ihrem Callcenter? Hallo, guten Tag, Herr Steiner. Guten Tag, Herr Kakerlake. Du bist ja bei der Kakerlake. Ich bin bei einer Kakerlake? Tschüss. Ja? Brauchen Sie neues Insektenspray? Ich kann Ihnen welches zuschicken. Hurensohn. Ja? Sind Sie ein Hurensohn? Wie? Ja? Sie sind das, ja? Hab ich verstanden. Sie sind. Nee, wenn, dann seid ihr das. Doch. Nee, ihr seid doch garantiert alle ungewaschen und riecht nach Schweiß. Kakerlake. Und ihr seid bestimmt in irgendeinem komischen Holzhaus. Was für dich und du von YouTube-Videos? Dann wascht ihr euch was da bestimmt nicht mal. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ihr da alles stinkt. So wie ihr euch unterhaltet. Doch, jeden Tag. Nee, das glaube ich dir nicht, weil ihr habt bestimmt nicht mal Wasser. Okay, müssen wir auch nicht glauben. Ja. Ja, genau. Habe ich nicht gesagt, glaube ich. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass du aus einem Betrüger-Callcenter anrufst und du da illegal arbeitest. Und dass du zu den Kakerlaken gehörst. Ich arbeite nicht illegal. Doch, du arbeitest illegal. Doch, doch. Gewerbsmäßiger, bandenmäßiger Betrug. Also bist du... So wie sie, was sie auch in der YouTube macht, ne? Also bist du eine Kriminelle. So wie sie. Nee, ich nicht. Nicht kriminell. Doch, du bist kriminell. Sie verdienen nur Geld von YouTube, nichts anderes. Das ist ja nicht kriminell, aber das, was du machst, ist kriminell. Doch, das ist kriminell, weil sie geben sehr falsche Daten ein, ne? Nee, ihr ruft einfach illegal an. Aber sie geben ihre Daten ein. Ja, und ihr ruft illegal an. Aber sie geben ihre Daten selber freiwillig an. Ja, das ist ja trotzdem keine Erlaubnis anzurufen. Das ist in Deutschland trotzdem verboten. Sie haben ihre Daten selber eingegeben und deshalb machen sie ja YouTube-Videos. Genau, damit ich den Menschen zeige, dass sie bei euch kein Geld investieren sollen. Doch, doch, das zeige ich den Leuten. Nein. Doch? Nein. Natürlich zeige ich das den Leuten. Okay, wenn du auch mehr Views hast und den Menschen... warum gibt es überhaupt die Werbungsseite? Was für ein Ding? Überall. Warum gibt es dann überall die Werbungsseite über Kryptowährungen und was jedes Mal von Forex macht? Ich habe zwar kein Wort verstanden von dem, was du da versucht hast zu erzählen, weil das war kein sauberes Deutsch, aber letztendlich arbeitet ihr illegal und kriminell. Ich habe doch nicht gesagt, dass ich ein Deutsche bin, ne? Du bist keine Deutsche, du bist höchstens lächerlich. Ja, bin ich doch. Dann bin du bist keine Deutsche, du bist höchstens lächerlich. Ich bin nicht Deutsche. Du bist keine Deutsche. Hast du doch Probleme mit den Ohren? Habe ich gesagt, ich bin ein Deutscher? Nein. Doch, hast du doch gerade gesagt. Nein, habe ich gesagt, ich bin nicht Deutscher. Oh Mann, du bist ganz schön unintelligent, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, bei dir ist eine Schraube locker. Dann mach weiter mit deinem nächsten Firma. Mach ich auch. Interessant und nett, wie die Leute aus dem Callcenter so ihre Zeit verplempern, währenddessen sie eigentlich wahrscheinlich arbeiten sollten. Ich meine, wenn das der Chef rauskriegt, letztendlich machen sie sich damit ja nur selber immer wieder lächerlich und zeigen eigentlich, aus welchem Callcenter sie da anrufen und, naja, da soll man halt sein Geld einzahlen und investieren, ne? Und die versuchen halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, immer seriös rüberzukommen und streiten ja ab, dass sie Betrüger sind. Aber letztendlich, ich meine, die zeigen es ja einfach schon an ihrem unterirdischen Verhalten, was das genau für Menschen sind. Und keine Ahnung. Also, ich meine, hier war ja wieder klar, das war auch, also der Erste im Gespräch war auf jeden Fall der Typ von dem Gespräch davor auch. Und demzufolge ist auch ganz klar, was sie hier wollten, ihre eigene Zeit verplempern. Aber gut, in der Zeit, wo wir die bei uns dran haben, können sie keine anderen Leute ausrauben. Oder vielleicht liegt es daran, dass gar nicht mehr so viele Leute sich da eintragen. Ich hoffe es zumindest. Wissen tun wir es natürlich jetzt so erstmal nicht, aber zumindest kriegt man immer mehr mit, dass die auf jeden Fall nicht ganz so davon entzückt sind, was wir mit denen eigentlich anstellen. Sie sind verbunden mit einem Anrufbeantworter. Bitte hinterlassen Sie Ihre unnötige Nachricht nach dem Signalton. Also dem Anschein nach hat die Tante jetzt hier wirklich geglaubt, dass sie auf einem Anrufbeantworter ist, weil ja, sie hat ja wieder ihr komisches Blabla da im Hintergrund abgelassen und sich nur um ihre eigenen Sachen gekümmert. Was ich aber ganz besonders erschreckend finde, selbst wenn sie jetzt dachte, dass sie auf einem Anrufbeantworter ist, warum erzählten die dann eigentlich weiter und macht das Mikrofon nicht aus? Hat sie das etwa vergessen? Ich weiß es nicht. Oftmals ist es ja so, dass wenn die Calls reinkommen, dann ist ja das Mikrofon schon aus. Einfach nur unterirdisch und gruselig. Naja, vielleicht hat hier wieder jemand verstanden, was sie da eigentlich genau am Telefon von sich gegeben hat. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Vor allem würde mich interessieren, ob ihr wieder raushören konntet, aus welchem Land oder zumindest welche, ja, zumindest welche Sprache die da genau spricht. Hallo, wunderschönen Tag, Stefan Fuchs, mein Name, Abteilungsleiter Public Media in Deutschland. Aus Frankfurt ruft Sie an, Herr Gerold Lausebengel. Herr Lausebengel, schön, dass ich persönlich erreichen konnte. Sie haben zuvor kurz mein Online-Gewichtsbild registriert, mein Einkaufsgutschein zu sichern und zu gewinnen. Die Teilnahme ist jetzt durch Frau Lausebengel und Sie haben einen Herr Lausebengel, Entschuldigung, einen Gutschein gewichtet und gewonnen im Wert von 592 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Dieser Gutschein wird dann zu Ihnen also zukommen an die Adresse in Form von Amazon, Mediamarkt, Saturn-Gutschein, kann sein Discounter, Supermarkt, Drogeriemarkt, Bauhäuser, Textilbetriebe, Schulgespräche, Reise, Hotelgutschein, je nach Platzierung. An der Adresse 12055 Berlin, Braunschweiger Straße 7. Sie ist richtig, ja? Mhm. Und Sie sind geboren am 13.8. Bitte einmal Ihr Geburtsjahr sagen, 1900. Was? 13.8.? Nö, das ist falsch. Wie steht so? 13.8. Mhm. 60. Ach, und jetzt haben wir. Naja, dass wir hier wieder so einen kriminellen Anruf dran hatten, das ist, denke ich mal, ganz klar. Denn erstens kann man nicht einfach so die Leute anrufen, sondern nur dann, wenn man wirklich was gewonnen hat und nicht noch irgendwas nebenbei verkaufen möchte. Und naja, außerdem hat er hier einfach aufgelegt. Nur weil das Geburtsdatum jetzt nicht gepasst hat? Ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt was gewonnen hätte, dann hätte man jetzt vielleicht erstmal irgendwie darauf eingehen müssen. Also, ja, wo ist denn jetzt mein Gewinn? Da liegt er einfach auf. Tja, weil der Datensatz nicht ganz gepasst hat und da haben sie sich ganz schnell aus dem Staub gemacht, weil sie selbst wissen, dass das nur kriminell ist, was die da am Telefon durchziehen wollen. Hallo, Herr Lorio. Laut Bengel, guten Tag, wie geht es Ihnen? Schlecht. Warum? Warum? Okay. So, Herr Lausebengel, mein Name ist Anna Flores und ich melde mich von der Firma Investing Academy von der deutschen Börse und ich möchte mit Ihnen nur ein paar Informationen mitteilen. Aha. Was denn für Informationen? Haben Sie eine Erfahrung? So, haben Sie eine Erfahrung mit Online Trading gehabt oder noch nicht? Das ist jetzt eine Frage, keine Information. Tja, und daran sieht man ganz einfach wieder, dass die Betrüger gar nicht so richtig wirklich wissen, was da in ihrem Skript drin steht, weil sie die Sprache gar nicht richtig verstehen, die sie da vorlesen sollen. Denn wozu sagen die eigentlich immer wieder, die wollen mir Informationen geben und stellen dann eigentlich durchgehend nur Fragen?
Zum Beispiel, ob man Erfahrung hat, wie es einem geht und welche Kreditkartendaten man hat und wie viel Geld man einzahlen möchte. Das hat überhaupt nichts mit Informationen zu tun, was hier jedes Mal am Telefon passiert, sondern das sind durchweg einfach nur dämliche Fragen, die man auf keinen Fall am Telefon bei irgendjemandem beantworten sollte. Hallo, Herr Lausa Bengel, Entschuldigung, aber ich habe nicht so... Soll ich eine... Hallo? Ja, was denn? Ja, ich habe eine so schlechte Verbindung vielleicht. Okay, Sie haben einfach aufgelegt. Ich habe nur eine Frage an Sie, bitte. Nee, Sie haben gesagt, Sie haben Informationen für mich. Warum denn jetzt auf einmal fahren? Ja, einen Moment. Ja, ja, ich möchte mit Ihnen nur ein paar Informationen mitteilen. Ja, na, dann teilen Sie doch die Informationen mit. Ja, okay, aber zuerst habe ich nur eine Frage an Sie. Haben Sie bis jetzt eine Erfahrung mit Online-Training gehabt oder es noch nicht? Es geht Sie nichts an. Wie bitte? Hallo? Ja, habe ich Ihnen doch jetzt beantwortet. So, haben Sie bis jetzt eine Erfahrung mit Online-Training gehabt oder noch nicht? Habe ich Ihnen doch gerade beantwortet, die Frage. Jetzt geben Sie mal Ihre Informationen, die Sie geben wollten. Ja, okay, so es geht um Online-Handel, Online-Training. Sie haben eine Anmeldung bei unserer Firma gemacht. Haben Sie auch ein Interesse über Bitcoin-System gezeigt, ja? Und für diesen Grund habe ich Sie jetzt zurück angerufen. Also bis jetzt habe ich noch keine Informationen gehört. Ja, okay, ich mache jetzt meine Verbindung mit meinem Experten. Nur eine Sekunde, bleiben Sie auf der Leitung, ja? Ja, bitte? Hallo? Ja, was denn? Ja, also da sind wir wieder beim Thema unterirdisch. Also ich weiß nicht, was das hier eigentlich werden sollte. Wahrscheinlich hat sie mich so gehört die ganze Zeit, so wie wir das jetzt zum Schluss gehört haben. Tja, ist halt so, wenn man aus Fernost irgendwo anruft, ne? Aber tja, was das jetzt hier wieder sein sollte und warum da jetzt auf einmal ein anderer dran war, weiß ich auch nicht. Aber ich habe bis jetzt immer noch keine Informationen von ihr bekommen. Obwohl sie die ganze Zeit davon spricht, dass sie Informationen geben wollte. Tja, aber so ist das halt, ne, wenn man sein komisches Handwerk da nicht mal versteht. Aber umso besser. Ich hoffe, dass da wenig Leute drauf reinfallen, auch wenn die Statistiken immer wieder was anderes sagen. Naja, aber der Betrug wird ja immer bekannter eigentlich. Schönen guten Abend, mein Freund. Was ist denn? Wie geht es Ihnen? Ja, geht so. Ja, geht's heute besser, oder? Ja, weswegen? Ja, was wollen Sie denn? Wir haben mal gestern zusammen geschworen, oder? Weiß ich nicht. Doch. Wir haben mal gestern einen Termin gelassen für heute. Nö, garantiert nicht. Doch, Sie haben gesagt zu mir, rufen Sie mich morgen an. Keine Ahnung. Ich habe jetzt keine Zeit. Oh, okay, nee, es geht jetzt um Bitcoin zum Beispiel. Ja, ist mir egal, habe ich jetzt keine Zeit. Okay, danke. Ja, ich glaube, den hatten wir tatsächlich schon mal dran. Aber ich kann mich jetzt tatsächlich ernsthaft nicht daran erinnern, dass ich mit dem den Termin vereinbart habe. Konnte ich ja auch schon nicht in dem Gespräch hier. Ich habe halt nur gesagt, ich habe keine Zeit, er soll nochmal anrufen. Aber einen Termin gab's nicht. Ja, guten Tag. Sprich gerade mit Herrn Knusprig? Knusprig, ja. Schön, Sie am Apparat zu haben, Herr Knusprig. Emma Smith spricht hier. Wie geht es Ihnen? Ja, soweit ganz schlecht. Warum, Herr? Was ist passiert mit Ihnen? Mit mir ist nichts passiert, aber ist doch alles scheiße zurzeit. Bitte? Ich sage, mit mir ist nichts passiert, aber ist doch alles scheiße zurzeit. Oh, okay, freut mich sehr, dass bei Ihnen gar nichts passiert ist. Meinen die das jetzt ernst? Freut mich sehr. Mhm. Dankeschön. Und tut mir leid jetzt für die Störung, Herr Knusprig, aber der Grund, dass ich Ihnen jetzt angerufen habe, ist, dass Sie haben schon hier bei unserer Firma ein Interesse gezeigt, damit Sie handeln mit uns. Ja, und? Ich habe Ihnen auch ein E-Mail geschickt heute. Erinnern Sie sich? Nö, habe ich nicht geguckt. Sie haben schon eine Anmeldung bei Index Invest gemacht. Mhm. Heute haben Sie vielleicht eine Werbung gesehen und dort haben Sie eine Meldung ausgefüllt. Heute habe ich nichts ausgefüllt. Oh, Sie haben nichts ausgefüllt, okay, aber woher habe ich Sie da denn noch gefunden? Ja, weiß ich nicht, Sie haben ja gesagt, dass das heute war, aber heute war ich gar nicht am Computer. Okay, vielleicht in Ihrem Handy? Nö.
Okay. Aber lassen Sie mich Ihnen etwas zu erklären. Ja, was denn? Und ein paar Fragen auszustellen. Haben Sie schon Erfahrung gehabt mit Online-Trading gemacht? Nö. Nee, okay, aber Sie wissen schon, um was es geht, oder? Mm-mm. Bitte? Nein. Nein? Haben Sie nicht früher gehört für Bitcoin, für Rohstoffe, Forex? Wir haben mal gehört, ja. Okay, mit diesen finanziellen Märkten treten wir hier und das ist unsere Arbeit. Ach. Online zu arbeiten mit Investitionen. Das tut mir aber leid. Bitte? Ich sage, das tut mir aber leid. Ich höre Sie kaum, Herr. Ich sage, das tut mir aber leid. Warum? Es hat sich so traurig angehört, was Sie da erzählen. Ja, weil Ihr Job kann auf jeden Fall nicht besonders schön sein, wenn Sie da sowas den ganzen Tag runterlabern muss. Und genau das habe ich damit eigentlich auch sagen wollen. Hat er sich aber auch nicht weiter für interessiert und das Telefonat dann ja gleich abgewürgt. Tja, so ist das halt. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefonat. Tag. Hallo, guten Tag. Grüße Sie, Herr Voldemort. Mhm. So, mein Name ist Marco Janssen und ich finde mich vom Bitcoin-Code. Vom Code? Haben Sie denn noch Ihre Hände gewaschen, bevor Sie Ihr Telefon angefasst haben? Aber bitte? Na, wenn das alles voll ist mit Code, haben Sie denn da Ihre Hände gewaschen? Echt? Ja. Ich habe Ihnen so von einer internationalen, das heißt mal, Handels-Plattform angerufen. Aha. Wegen so Ihrer Anmeldung, dass Sie bei uns gemacht haben und ich möchte so gerne mit Ihnen ein paar Informationen so mitzuteilen. So wie wir arbeiten, so wie bei uns es läuft und so weiter. Wo läuft es denn hin? Wo läuft? Ja. Auf der Straße bestimmt. Ach so. Ja, genau. Und wollte ich Ihnen erstmal so nur fragen, ob Sie Erfahrung so damit haben. Ja, ja. Haben Sie schon Erfahrung damit? Ja. Und was für eine Erfahrung haben Sie? Eine entzückende. Wie war das? Eine entzückende. Okay. Mhm. Und was waren Sie gerade, wenn ich mal fragen darf? Unsere Gegensprechanlage austauschen. Mhm. Herr Voldemort. Mhm. Was haben Sie heute gemacht? Einkaufen war ich schon. Und jetzt habe ich mich eigentlich schon seit ein paar Stunden mit der Gegensprechanlage hier beschäftigt. Weil die will mich gerade ein bisschen ärgern. Aber wir kriegen mit wem haben Sie gesprochen? Hm? Mit gar keinem, war keiner da. Deswegen repariere ich es ja. Wie war das bitte? Was? Was haben Sie gesagt? Ja, deswegen repariere ich es ja, weil war keiner dran. Okay, tschüss. Winke, winke. Ja, tatsächlich, der fragt mich, was ich gerade mache, ich antworte vernünftig und, naja, dann war's das eigentlich schon mit dem Gespräch. Also wenn man es so einfach erledigen kann, warum geht's dann nicht immer so? Verstehe ich nicht, aber gut. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Schreibt gerne ein bisschen was in die Kommentare dazu, was ihr so von unseren netten Mitbürgern so haltet. Ja, die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.